Wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Wochenorakel für die Woche vom 16. September bis zum 22. September. Ja, das wird nochmal spannend, würde ich sagen. Dienstag, den 17. haben wir nämlich nochmal einen energiereichen Portaltag und am Sonntag, den 22. Ja, da ist auch noch ein sehr energiereicher Tag. Und dann hätten wir ja auch in dieser Woche noch den Vollmond in den Fischen, ja, gefühlsmäßig, würde ich sagen, da dürfen wir auch nochmal hinschauen. Dann hätten wir ja am Sonntag auch nochmal die Tag- und Nachtgleiche, ja, also das wird nochmal interessant werden. Ja, da schauen wir natürlich mit Extralegung nochmal drauf, aber in diese spannende Woche begeben wir uns jetzt mal und schauen mal, was uns die Karten vorab schon mal mitteilen möchten, ja, was vielleicht noch angeschaut gehört, was vielleicht noch beachtet werden muss. Also drei interessante Tage stehen uns in dieser Woche bevor. Jetzt schauen wir einfach mal, was sagen hier die Karten. Also hier zeigt sich mal Nachrichten, Botschaften, was von außen kommt, kann natürlich auch ein Zuhause sein. Hier zeigt sich, also öffne dich für neue Nachrichten, neue Möglichkeiten, neue Botschaften. Das ist hier wichtig. Für einige kann es sehr wichtig sein, was in der Öffentlichkeit gerade passiert. Vielleicht einige auch jetzt sehr kontaktfreudig sind. Das kann natürlich auch sein, dass man hier mehr extrovertiert jetzt ist. Also Öffentlichkeit, da zeigt sich hier, sei gesellig, sei öffentlich. Viele haben ja jetzt Feste, ja, auch das zeigt sich hier. Aber hier zeigen sich auch Nachrichten, Botschaften, Aktivitäten im Außen, ja. Auch gesellige Feste, ja, kann es hier natürlich betreffen. Aber auch Botschaften, die dich hier ein bisschen weiterbringen. Dann haben wir hier mit dem Mond natürlich auch gefühlvolle Botschaften, ja, von außen. Das kann natürlich auch nochmal deine Gefühle treffen, diese neuen Botschaften, die auf dich zukommen, ja, diese neuen Möglichkeiten. Kann auch mit dem Gefühl, dich ein bisschen, sag ich mal, gefühlsmäßig dies ein bisschen ins Schwanken bringen, aber trotzdem bleibst du in der Hoffnung, ja, so sehe ich das. Dann haben wir hier nochmal den Anker, ja, berufliche Schwankungen, wenn sich hier berufliche Schwankungen zeigen würden, ja, ich würde eher sagen, ja, vielleicht weil es Nachtarbeit ist im Außen, da benötigt man ein bisschen Einfühlungsgefühl, ja, im beruflichen Bereich, wer hier tätig ist, mit Nachtarbeit, zum Beispiel in öffentlichen Raum, Kliniken zum Beispiel. Also hier ein bisschen Feinfühligkeit, heißt aber auch, ja, Erfolg sehen wir hier auch nochmal, ja, Erfolg. Und weil der Mond steht auch für den Erfolg im Beruflichen, aber auch Beförderungen können hier stattfinden. Man hofft hier vielleicht auch schon drauf, ja, dass von außen, ja, eine sehr positive Nachricht einen erreicht, was mit beruflichen Themen zu tun hat, ja. Dann haben wir hier natürlich auch nochmal den Vertrag, einen Arbeitsvertrag. Das sehen wir hier auch nochmal, ja. Ein fundamentaler Arbeitsvertrag, ein erfolgreicher, kommt hier vielleicht eine sehr positive Botschaft von außen auf dich zu, ja. Gespräche werden hier nochmal geführt, auch was hier mit dem Arbeitsvertrag zu tun hat, ja. Aber auch Gespräche, was das Leben betrifft. Ja, ich möchte sagen, man ordnet sein Leben, so kommt es hier für mich rüber. Dann haben wir hier auch nochmal, die Gespräche können wirklich jetzt bis zum Herbst gehen, wo man bis zum Herbst alles klärt, aus dem Chaos raustritt, weil man möchte hier Klarheit durch Gespräche, ja, vielleicht was Arbeitsverträge betrifft. Also bis zum Herbst besteht hier die Möglichkeit, Klärung reinzubringen, voranzukommen, Erfolg zu haben, ja, seinen beruflichen Themen, indem man einen Arbeitsvertrag vielleicht bespricht, indem Arbeitsverträge von außen auf einen zukommen. Das zeigt sich hier nochmal. Dann haben wir hier nochmal kleine Umwege zu gehen, ja, wenn man vielleicht noch ein bisschen Schwankungen hat. Aber ich sehe auch, bestimmte Themen können geheilt werden, ja. Das ist ja auch wichtig. Kleine Schwierigkeiten im Finanzbereich, weil hier gerade etwas stillsteht, könnte möglich sein, dass man dann hier Schwierigkeiten sag ich mal, ab ACTA legen könnte, ja. Von außen auch hier nochmal Stillstände, was die Finanzen betrifft, Schwierigkeiten, was die Finanzen betrifft, könnte man vielleicht verändern, wenn man sich klar darüber ist, ja, und vielleicht auch hier darüber spricht,
Also nicht nur berufliche Themen, auch finanzielle Themen sollten besprochen werden, wenn hier Stillstand herrscht, gerade im Finanzbereich, im Außen, weil es gerade wieder zurück nach vorne geht, weil Schwierigkeiten auch vorhanden sind, dann mach dir klar darüber, dass du das vielleicht für dich persönlich klären solltest. Ja? Geld, das dir treu bleibt, ist im Stillstand. Hier haben wir aber auch nochmal Freunde, die hier auf dich zukommen, vielleicht durch ein Treffen oder Einladungen, sehe ich hier überraschenderweise. Auch das im Außentreffen mit Freunden, ja, Einladungen. Also sehr positiv. Da wirst du dich so, wirklich sehr glücklich und zufrieden fühlen können. Ja? Dann haben wir hier auch nochmal mit Sicherheit unerwartet. Ja, könnten hier natürlich, der Schlüssel kann ja lösen, auch Schwierigkeiten gelöst werden, die hier dich gerade noch ein bisschen in Schwanken bringen. Kann beruflich zu tun, berufliche Dinge zu tun haben, kann aber auch mit den Finanzen noch etwas zu tun haben. Alles, was hier von außen kommt, Lösungen, vielleicht bietet sich auch Lösungen durch Freunde, Familienangehörige an, ja, dass du hier nochmal nachjustieren könntest, ja. Dann haben wir mit Sicherheit das große Glück wartet hier auf dich, beruflich ein Glücksvertrag sehe ich hier beruflich mit Sicherheit. Vielleicht eine Dame, die hier mit Sicherheit auf dich zukommt, das sehe ich ja auch nochmal, die dich hier noch unterstützt. Auch das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir natürlich auch nochmal Entscheidungen zu treffen, ja, was die Verträge betrifft, was Gespräche betrifft. Entscheidungen sind zu treffen im beruflichen Bereich. Es gibt hier zwei Wege, also glückliche Entscheidungen, was Verträge betrifft. Nochmal Gespräch suchen, vielleicht nochmal etwas klären. Aber ich würde sagen, hier haben wir schon mal glückliche Wege zu gehen. Ein Neubeginn im Leben zeigt sich ja auch, wie gesagt, auch berufsmäßig. Hier kommt wirklich ein Vertrag auf dich zu, der Wachstum bringt. Sehr schön. Dann haben wir hier dein Gegenüber, aber auch das männliche Prinzip. Ich würde sagen, kann auch eine Dame sein. Hier zeigt sich auf alle Fälle, dass hier bei deinem Gegenüber etwas nicht so läuft, dass er an sich selbst gerade etwas zweifelt. Ich würde sagen, dranbleiben, deinem Gegenüber. Wenn jetzt du hier ein wenig ins Wanken kommst, zweifelst, ob du aktiv sein willst, ob das hier funktioniert, ich würde sagen, ja, auf alle Fälle wird es hier funktionieren. Dann hat hier aber noch jemanden, ja, wo man auch im Zweifel ist, beziehungsweise der Herr hat hier noch Zweifel. Hier ist also hier ist wirklich Hellsichtigkeit angezeigt. Hier haben wir spirituelle Arbeit, Energiearbeit, spirituelle Energiearbeit. Da bist du dann vielleicht ein bisschen am Zweifeln, was den Herrn betrifft. Wo schaut er denn rein? Ja, er schaut schon in die lichten Wolken rein. Es lichtet sich schon. Ja, also das ist nochmal schön. Also es wird ja auch, wenn es hier noch Schwierigkeiten gab, wo vielleicht ein Herr oder eine Dame gesehen haben, die wichtig sind, dann würde ich sagen, es lichtet sich hier, das Alte verlässt, ja, sage ich mal, das Kartendeck. Also auch die alten Themen werden jetzt gelichtet werden, gelöst werden. Kann hier natürlich nochmal jemand aus der Vergangenheit gewesen sein, der hier nochmal wichtig ist, muss aber nicht sein, kann hier auch jemand sein, der mit der Arbeit zu tun hat. Ja, das sehe ich ja, jemand, der mit der Arbeit zu tun hat, wo sich hier dann, sag ich mal, die Themen lichten werden. Dann haben wir hier nochmal ein Kapitel, ein erfolgreiches Kapitel, was die Finanzen betrifft, was aber noch nicht spruchreif ist. Das sehe ich hier aber auch im spirituellen Bereich, im Außen nochmal Wachstum. Ein Kapitel, was mit Freundschaften zu tun hat. Jetzt liegen hier noch die Wolken, jetzt sehen wir noch etwas schwierig drauf, aber es wird sich hier schon lichten. Also ja, jetzt die dunklen Wolken, ja, aber es ist ja noch verschwommen, es ist noch nicht sichtbar. Was die Finanzen betrifft, was hier auf uns zukommt, von außen, ein Kapitel kommt hier auf uns zu, etwas, das noch nicht spruchreif ist, was mit den Finanzen vielleicht zu tun hat. Das zeigt sich hier. Und wir haben hier aber auch noch freundschaftliche Themen, kollegiale Themen. Wir haben hier noch Themen,
aus der Vergangenheit zu klären, ja, zu lösen. Also das zeigt sich ja auch gefühlsmäßig. Also hier, da tut sich auch noch was in dieser Woche. Also da einiges ist hier los, würde ich sagen. Ja. Ob das jetzt beruflich ist, finanziell ist, das sind ja so Hauptthemen. Dann die spirituelle Arbeit, das spirituelle Wachstum. Hier haben wir das spirituelle Wachstum, ja, wo noch ein bisschen Chaos herrscht, wo noch, vielleicht noch ein bisschen Gespräche stattfinden müssen, wo hier noch ein bisschen Ordnung geschaffen werden müssen. Aber ich sehe Wachstum, ich sehe Verträge auf die Dauer, die wirklich Wachstum bringen. Ja. Und wie gesagt, Finanzen, vielleicht hier die Schwierigkeiten können beendet werden, auch im Außen, aber auch, sage ich mal, transformiert werden. Ja. Hier ein neues Kapitel im Finanzbereich kann entstehen im Außen, ja, dass hier wirklich ein neues Kapitel dir eröffnet wird. Dann schau mal, was du für dich persönlich hier klären kannst, ja, Klärung auch für dich im schwierigen Finanzbereich. Das zeigt sich ja nochmal. Dann haben wir hier die Störche, Sehnsüchte können man in die Veränderung bringen. Man hat auch Sehnsucht nach Veränderung, ja, aber nach positiver Veränderung, ja, was Verbindungen betrifft. Glückliche Verbindungen durch einen Vertrag zeigen sich hier. Mit Sicherheit Verbindungen, die dir Glück bringen, ja. Kann hier wirklich einen Herrn auch betreffen oder eine Dame, ein Gegenüber. Ja, dann haben wir wirklich hier Verbindungen kommen auf dich zu. Können freundschaftliche Verbindungen auch sein, aber auch kollegiale Verbindungen. Ja. Also man hat hier Sehnsucht wirklich, dass man auch im beruflichen Bereich für Lösungen findet. Dann haben wir hier eine schicksalhafte Person, die hier dir das Glück im beruflichen wirklich verspricht, ja, möchte ich schon sagen. Ich sehe hier Schicksal, ja, ich sehe das berufliche Glück schicksalhaft, ja, also auch nochmal sehr schön. Dann eine karmische Verbindung, vielleicht hat man da Sehnsucht, etwas zu beenden, etwas zu transformieren aus der Vergangenheit noch, auch das zeigt sich, ein Karma kann hier beendet werden. Du schaust hier richtig rein, du liegst hier noch in Hausmoment, nicht, dass es wieder Beschwerden gibt, man sieht meine Karte nicht. Leider muss ich auch hier nachjustieren, das ist einfach so. Das kann man nicht perfekt einstellen, sonst sieht man es nicht so schön. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Verständnis, dass ich hier immer wieder nachjustiere, ja. Und dann haben wir hier natürlich dich selbst im Haus der Blockaden, ja. Schaust in den Stillstand direkt hinein, beziehungsweise er fällt ja schon auf dich rauf, ja. Aber auch ein Schicksal, ein Karma kann hier beendet werden, ja, was Verbindungen betrifft. Ja. Auch das zeigt sich, auch Verbindungen im Ausland. Ja, das kann hier wirklich in die Veränderung gehen. Sehnsüchte können in die Veränderung, freundschaftliche Verbindung. Also hier tut sich was, hier transformiert sich was. Ja, man trifft die Entscheidung und dadurch geschieht das natürlich. Also diese Woche, interessante Woche, ja. Dann haben wir hier nochmal Kummer, Sorgen, lässt du eigentlich schon hinter dir. Vielleicht erwartest du aber auch einen wichtigen Anruf, um eine perfekte Entscheidung zu treffen. Weil ich sehe hier eher, dass dieses Karma der Kummer, der Sorgen, weichen, weil das Glück wirklich so massiv drauf fällt, ja. Du lässt es ja auch hinter dir. Also ich sehe wirklich Entscheidungen, wo du noch einen Anruf vielleicht erwartest, aber diese Kummer, Sorgen im Leben, ich würde sagen, sie verschwinden jetzt, ja. Dann haben wir hier nochmal Themen, was die Selbstständigkeit betrifft, was aber auch Rückzüge betrifft. Vielleicht hat man hier noch ein bisschen Sorgen, ein bisschen Unklarheiten. Hier geht es nochmal um ein Kapitel, was mit Behörden zu tun hat, Verbindlichkeiten, ja, vielleicht mit Behörden. Auch hier zeigen sich Lösungen, hundertprozentig wird auch hier das alles, was hier unklar ist, mit Behörden, mit Ämtern, mit größeren Konzernen, wo hier etwas nagt, sage ich mal, wird hier gelöst werden. Trennungen, ja, die Kummer bereitet haben, die lässt man auch jetzt hinter sich. Man ist wieder bei sich selbst angekommen. Ja, teilweise blockierst du noch ein wenig, aber du lässt jetzt den Kummer, ich möchte schon sagen, los. Du ziehst dich hier nicht mehr zurück. Nein, im Gegenteil, du öffnest jetzt dein Herz, weil du hast jetzt Sehnsüchte. Ja? Sehnsüchte nach Freundschaften, nach Liebe, nach einem neuen Kapitel in der Liebe. Ja? Aber auch natürlich
öffnest du jetzt dein Herz und ja, diese, ich möchte sagen, diesen Turm, diese, ich bin verschlossen, ich fühle mich alleine. Das, was dir hier Kummer bereitet, das lässt du wirklich hinter dir. Das beendest du. Dieses Karma, möchte ich schon sagen, lässt du endlich los. Dann haben wir hier nochmal überraschend eine Verbindung, eine glückliche Verbindung durch einen Vertrag, ein Treffen, ein herzliches Treffen, vielleicht durch eine Reise, die eine positive Veränderung mit sich zieht. Also das ist natürlich ja auch nochmal gegeben, ja. Ein Treffen, ein herzliches Treffen. Hier zeigt sich auch ein Herr, der noch nicht spruchreif ist. Es könnte hier ein großer, stattlicher Herr sein, mit braunen Haaren oder einer Glatze. Also hier zeigt sich auch jemand, der hier geheimnisvoll vielleicht auftritt. Ja, auch das kann sein. Kann hier als Chef auftreten, beruflich, ja, oder als Mentor hier sich zeigen. Muss nicht unbedingt ein Chef sein, kann auch ein Mentor im beruflichen Sinne sein, der von außen her auf dich zukommt, wo ein Treffen stattfindet. Und wie gesagt, ein schicksalhafter Neubeginn im beruflichen Bereich, ein neuer Vertrag erwartet dich hier. Wunderbar, ja, da liegt hier der Neubeginn, dein neuer Vertrag, da liegt hier schon. Und korrespondiert auch noch damit, mit dem beruflichen. Also ganz toll. Dann haben wir hier den Fuchs. Liegt hier im Haus des Herrn. Also kann hier wirklich jemand aus der Vergangenheit noch sein, hier Herr, Dame, wo für sich noch im Zweifel ist, wo aber für sich auch etwas klären muss, ein Kapitel abschließen müsste, wo selbst im Zweifel ist, wo aber auch Zweifel für einen Neubeginn, sage ich mal, bestehen. Kann jetzt dein Gegenüber oder deine Dame gegenüber betreffen, ja, wo hier wirklich im Zweifel ist, soll ich jetzt neu durchstarten, wo vielleicht noch nicht bereit ist, ein neues Kapitel zu eröffnen. Ja, vielleicht deswegen der, hier nochmal der Fuchs, wo in den, das Kind schaut, falscher Zeitpunkt für einen Neubeginn. Oder man ist einfach vorsichtig, was Neubeginne betrifft. Aber ich sehe das auch, der Neubeginn im Leben, ja, den hast du schon im Kopf. Ja. Das ist, da bist du gerade dabei. Bei dir selbst sehe ich ein Fundament, wo du klären möchtest, ein altes Fundament vielleicht hier. Ein Fundament, wo du bisher ja, getragen hast, wo du bisher hattest. Ja, da schaut der Fuchs raus. Bei dir, würde ich sagen, wird sich einiges klären, fundamental wird sich einiges klären, durch einen Vertrag, durch Schriftliches. Ja, kann ein Arbeitsvertrag sein. Da tut sich einiges. Das finde ich ja sehr interessant. Und hier die Mäuse nagen hier wirklich das alte Fundament weg, ja, weil du Ordnung schaffst, weil du klärst. Sehr schön finde ich das. Ja. Der Fuchs verabschiedet sich auch. Es ist jetzt Zeit für Neubeginn, zumindest für dich hier. Karma wird abgelöst, wird weggenagt. Und dann haben wir hier nochmal... Auch hier sehe ich hier nochmal ein bisschen Kummer, was mit Behörden, mit Ämtern, mit größeren Konzernen zu tun haben. Die Mäuse nagen hier dieses Kapitel auch wieder weg. Ja? Hier geht es aber auch bis zum Winter, wird hier etwas, das schwierig ist, sich auflösen. Kann nochmal das Spirituelle betreffen. Heißt hier aber auch... im familiären Bereich, die Harmonie wird hier etwas, ja, etwas, sag ich mal, angenagt, Neubeginn, ja, man ist hier etwas verunsichert, würde ich sagen, man hat hier ein bisschen Stress, ob das alles so klappt, ja, so kommt es mir hervor, man ist ein bisschen im Schwanken bis zum Herbst, Winter, sehe ich hier noch kleine Schwierigkeiten, kleine Umwege, da braucht man ein bisschen Geduld, aber ich würde sagen, es geht schon voran. Dann haben wir hier noch Blockaden, Gefühlsbereich, ja. Weil du hast hier nochmal jemanden, der dich wirklich unterstützt, eine ältere Person, die dich hier unterstützt, ja. Bei deinen, naja, Schwierigkeiten, würde ich sagen. Ein Mentor zeigt sich hier. Sehr interessant. Aha. Und hier haben wir natürlich auch nochmal Blockaden im Gefühlsbereich, ja. Die sehe ich hier aber eher
auf der Seite deines Gegenüber, ja, wo hier noch etwas geklärt gehört. Ja, vielleicht sollte, ja, es kann wirklich jemand aus der Vergangenheit sein, der hier noch missmutig im Chaos feststeckt, der hier für sich einiges noch klären sollte, aufhören sollte an sich zu zweifeln und sich klar darüber werden sollte, wenn ein neues Kapitel im Leben beginnt. Ja, das muss er sich klar werden. Oder sie, je nachdem. Dann haben wir hier natürlich auch nochmal unerwartet, überraschend, ja, da haben wir Veränderungen, positive Veränderungen. Auch wenn man ein bisschen im Zweifel ist, die Zweifel hier, die werden weggenagt. Auch das Falsche geht hier raus. Ja, also es ist hier schon der richtige Zeitpunkt. Hier Verträge, unerwarteterweise positive Veränderungen. Ja, das sehe ich hier. Vielleicht ist hier nochmal Erklärung nötig, aber es kommt hier eine Veränderung, auch im positiven, im finanziellen Bereich, unerwartet Lösungen. Da kommt was in Bewegung, auch beruflich, ja. Also da wird hier einiges los sein bei dir, wenn du hier im beruflichen Bereich arbeitest mit ja, Gesprächstherapien oder alles, was mit Kommunikation zu tun hat, wo du hier hilfreich vielleicht bist. Also hier zeigt sich, da tut sich was. Da kommt Bewegung rein, jawohl. Und dann haben wir hier auch nochmal Hoffnung. Hoffnungsvolle Botschaften bringen Veränderungen unerwartet. Ja, auch das zeigt sich hier. Hoffnung, hoffnungsvolle Gespräche da, ja, kommen hier auf dich zu. Ganz viele, ich möchte sagen, Aktivitäten kommen hier auf dich zu. Sehr schön. Jetzt schauen wir natürlich auch noch mal, was ich hier noch zeigen möchte. Und zwar einen Segen möchte ich hier noch mal der Engel dazu nehmen. Und diese Blockaden werden beendet, die du jetzt gerade noch für dich persönlich vielleicht verursacht hast, weil ein Karma abgelöst wird, weil ein Vertrag, er ist schon so gut wie fest, sehe ich hier. Ja? Da kommt eine Veränderung im Beruflichen. Engel der Gotteskraft, du bist verankert in der Kraft Gottes. Wunderbar. Das finde ich herrlich. Ach, wir nehmen hier noch das schamanische, beziehungsweise die schamanische Seelenweisheit dazu. Ja, Engel der Gotteskraft, du bist verankert in der Kraft Gottes. Ja, du bist hier nicht alleine. Ja. Aktion, tu es. Ja, ha, toll, oder? Also, Karma wird abgelöst, Verbindungen zeigen sich, du kannst ja voranschreiten und raus aus diesen Blockaden. Ja, im Gegenteil, du hast ja den Neubeginn im Leben schon im Kopf. Also tu es jetzt, mach es. Ja, werde aktiv. Ja. Etwas im Außen verabschiedet sich, das wie ein Karma war, das wie eine Bürde für dich war. Und dadurch werden sich hier neue Lösungen zeigen, neue Angebote zeigen. Hoppala, fällt hier auch gleich runter. Was haben wir denn? Aufgestiegene Meister, mächtige, liebevolle und weise spirituelle Lehrer wachen über dich und führen dich. Oh, ist das schön, oder? Kronenchakra, achte auf deine Ideen, da sie Botschaften wahrer göttlicher Führung sind, geschickt als Antwort da auf deine Gebete. Also achte auf deine Ideen, deine Träume, deine Intuition. Ich möchte schon sagen, auf deine Gefühle, ja. Sie werden dir geschickt, um dich hier voranzubringen, weil du möchtest ja hier ja, voranschreiten. Ja, das finde ich, also ich persönlich finde eine herrliche Botschaft für diese Woche. Da tut sich was und du darfst auch etwas tun. Du darfst also hier mit überraschenden finanziellen Verbindungen rechnen, mit Verbindungen im Außen, auch was gefühlsmäßig betrifft, beruflich hier. Also du darfst hier mit Unterstützung, mit Mentoren rechnen. Du darfst hier damit rechnen, dass du vorankommst, dass deine Sehnsucht in puncto Liebe, ja, endlich eine neue Veränderung aufzeigt. Ja. Also bleib hier in der Hoffnung. In Kürze sehe ich hier wirklich, dass sich hier etwas bewegt, dass dein Lernprozess Fahrt aufnimmt wieder. Ja. Sehr, sehr schön. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Alles Liebe, alles Gute, Namaste.